So, wieder ist eine Woche rum und wir kommen zum zweiten Teil von Gebäude entwerfen und bauen. Diesmal geht es im Wesentlichen darum, Vorbilder zu finden und im Modell umzusetzen. Sowohl zum Umgang mit Vorbildern als auch zum Umgang mit Programmen oder sonstigen Werkzeugen werden ein paar Gedanken angesprochen. Angesprochen werden auch ein paar Fehler von mir, die euch vielleicht helfen, diese Fehler zu vermeiden. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage und macht euch eure eigenen Gedanken. Gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Ideen und Vorbilder. Viele Menschen haben Probleme damit, geeignete Vorbilder oder geeignete Themen für die eigene Modellbahn zu finden. Der wichtigste Schritt auf der Suche nach den eigenen Themen und eigenen Vorbildern ist, zu wissen, in welchen Themen finde ich mich wieder, welche Motive will ich auf meiner Anlage sehen. Dabei ist es völlig egal, was die anderen sagen. Ihr baut die Anlage und euch muss sie gefallen. Wenn ihr eine Ahnung habt, was ihr mögt und was ihr nicht mögt, dann könnt ihr euch fast vor Anlagenideen nicht mehr retten. Ihr könnt eine Zeitung aufschlagen, einen YouTube-Film gucken oder in Gesprächen mit anderen Modellbahnern sein. Wenn ihr wisst, was ihr wollt, dann fängt das Kopfkino sofort an zu laufen, sobald ihr von irgendeiner interessanten oder potenziell interessanten Vorbildsituation hört. Jetzt gilt es nur noch, die Anlagenidee so lange im Kopf zu behalten, bis Zeit ist zur Planung. Beispielsweise mein Gaswerk Einen an der Waffel wurde ausgelöst durch einen Film über das Gaswerk Osnabrück. Der betreffende Film ist über eine Infokarte oben rechts in der Ecke sowie über die Videobeschreibung verlinkt. Eine recht erfolgreiche Vorgehensweise zur Findung des eigenen Anlagenthemas ist, sich irgendein interessantes Vorbildthema herauszugreifen und die eigene Anlage um dieses Thema herum zu konstruieren. Wie stark man sich dabei an die reale Vorbildsituation hält, ist jedem selbst überlassen. Insgesamt ist es aber besser, ein zu kleines Anlagenmotiv zu wählen, als ein zu großes, das irgendwie in diese Anlagenfläche hineingequetscht wird. Also, nicht auf 3 Quadratmetern in H0 den Frankfurter Hauptbahnhof darstellen wollen, sondern beispielsweise den Postbahnhof des Frankfurter Hauptbahnhofs auf 3 Quadratmeter darstellen. Das ist eine Sache, die ist mit gewissen Kompromissen zumindest möglich. Vom Vorbild zum Bauplan. Sich für viel Geld eine einzigartige Modellbahn bauen zu lassen oder vielleicht auch selbst zu bauen, ist keine wirklich große Kunst. Die Kunst besteht eher darin, mit wenig Geld eine einzigartige Modellbahn zu bauen. Da es heute um die Bauwerke auf einer Modellbahn geht, beschränken wir den Betrachtungshorizont genau darauf. Genauer gesagt lenken wir den Blick auf das Labor des Gaswerks Einen an der Waffel. Zuerst hatte ich das Gebäude mit durchgängigen Fensterzeilen geplant, aber das sah so dermaßen unglaublich dröge und mopsig aus, dass ich das so nicht stehen lassen konnte. Also habe ich für das Treppenhaus ein einziges, relativ schmales, aber sehr hohes Fenster eingeplant. Das ist zwar kein zeittypisches, aber durchaus ein realistisches Baumerkmal. Für die Illustration bei den Filmen hier, als auch für meine Baukonstruktion, setze ich Adobe Illustrator CS5 ein. Da die Arbeitsfläche in diesem Programm frei wählbar ist, kann ich jeden Bau in 1:1 planen. Oder besser gesagt, ich kann jedes Modell so groß planen, wie es später auf der Anlage stehen wird. Das klingt jetzt erstmal nicht so atemberaubend, aber es spart doch sehr viel Rechnerei. Ein weiterer Vorteil von dem Programm ist, man kann relativ einfach in 1:1 ausdrucken. Dadurch lassen sich relativ einfach Papiermodelle der entsprechenden Gebäude als 1:1 Platzhalter ausdrucken. Aber auf diese Art und Weise plane ich nicht nur meine Gebäude auf der Anlage, sondern auch den Anlagenunterbau, oder beispielsweise auch ein Gartengerätehaus oder ein Tiny House on Wheels. Aber wieder zurück zum Gaswerk Einen an der Waffel. Alle hier zu sehenden Gebäude wurden nach der eben beschriebenen Methode konstruiert. Natürlich kann man Gebäude auch mit Bleistift und Lineal auf Papier entwerfen, aber mir ist das zu umständlich. Oder sagen wir einfach mal so, es ist nicht die Arbeitsweise, an die ich gewohnt bin. Wer am Computer planen will, kann das natürlich auch in CorelDRAW oder beispielsweise in PowerPoint machen, aber beide Programme haben aus meiner Sicht verschiedene Nachteile und da ich Adobe Illustrator sowieso habe, arbeite ich halt eben damit. Vom Bauplan zum Modell. Nach diversen Ideen, Überlegungen und Fehlversuchen kommt man irgendwann zu dem Bauplan, der es letztendlich werden soll. Wenn man weiß, wie das Gebäude aussehen soll, muss man es nur noch umsetzen. Nein, Quatsch, es ist natürlich noch ein bisschen komplizierter.
Man sollte schon irgendwo ein bisschen wissen, wie welches Material auf welche Behandlung reagiert. Es gibt beispielsweise Materialien, die krümmen sich wie eine Banane, wenn sie nur von einer Seite angestrichen werden. Diese Materialien sollte man dann natürlich von beiden Seiten anstreichen. Ansonsten sollte man die Materialstärken auch so wählen, dass daraus ein robustes Gebäude entsteht. Wenn das gewünschte Material zu dünn ist, um ein robustes Gebäude zu ergeben, muss man es in zwei oder drei Lagen verwenden. Ansonsten muss man halt mit ein paar Tricks arbeiten. Beispielsweise Papier lässt sich, wenn man es mit Superkleber tränkt, in eine Art Kunststoff verwandeln. Wenn man weiß, dass man später ein Gebäude beleuchten will, sollte man sich auch gleich überlegen, wann, wo und wie man das am besten macht. Früher war das ganz einfach. Ein Beleuchtungsdockel genommen, Glühbirnchen reingeschraubt und das Zeug in ein Haus gesetzt. Und fertig war der Lack. Heute soll der Lichtkegel eines beleuchteten Hauses auf die Straße vor dem Haus fallen. Und außerdem soll das Licht auch sonst noch glaubhaft wirken. Das heißt, in einem Raum mit gedeckten Farben soll das Licht nicht hart reflektiert werden. Also müssen auch die Wände in den passenden Farben gestrichen werden, die von keinem Beobachter zu sehen sind. Letztendlich beeinflusst die Farbe einer Wand die Reflexion des Lichtes von der Wand. Sowas ist in meinen Augen wichtiger als irgendein Revisionsdatum einer Lok, das sowieso nur mit der Lupe zu sehen ist. Besonders bei Gebäuden mit großen Fenstern und ohne Gardinen muss man natürlich auch auf die Inneneinrichtung der Räume achten. Im Fall von Pumpen und Maschinenhaus, die hier im Bild zu sehen sind, wird im Hintergrund eine Innenansicht einer Fabrikhalle oder ähnliches zu sehen sein. Im Vordergrund werden die in einem Gaswerk typischen Stellräder und Leitungen platziert werden. Man sieht, in bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, sich näher mit dem dargestellten Betrieb zu beschäftigen. Denn wirklich rund und sehenswert wird eine Modellbahnanlage nicht durch den Detailreichtum der Fahrzeuge, sondern durch den Detailreichtum der Umgebung. Denn letztendlich gilt, eine begeisternde Modellbahnanlage kommt nicht mit der Post. Wenn man selbst Modellgebäude entwirft, kommt man oft an einen Punkt, an dem man feststellt, das ist so nicht realisierbar. Das ist aber kein Drama, ganz im Gegenteil, das ist ein notwendiger Schritt zur persönlichen Weiterentwicklung. Deshalb zeige ich hier mal ein paar Entwürfe, die es nicht geschafft haben. Und ich erkläre auch, warum sie es nicht geschafft haben. Verworfene Gebäudepläne. Bei meinem Gaswerk ist eine recht große Lücke zwischen Ofenhaus und Maschinenhaus. Ursprünglich dachte ich, ein paar Gasometer hinten an die Rückwand und das passt dann schon. Aber bei genauerer Betrachtung erschien mir der Aufwand etwas zu groß, also musste eine Alternative her. Eine Seite des Maschinenhauses vom Fahrgusswerk könnte doch eigentlich ganz passend sein, dachte ich. Die Fassade selbst könnte man irgendwo bei einer Digitaldruckerei ausdrucken lassen, aber der Anbau rechts unten in der Ecke und die gläserne Vorhangfassade darüber, die müssten schon selbst gemacht werden. Der Anbau wäre auch kein Problem gewesen, aber die Vorhangfassade, da habe ich wirklich keine Idee, wie man das anstellen könnte. Vielleicht wäre das mit einem 3D-Drucker gegangen, aber so ein Ding muss man erstmal haben. Der nächste Gedanke war ein Übergang zwischen Ofenhaus und Maschinenhaus. Inspiriert war die ganze Geschichte von der Hochschule für Gestaltung in Dessau, also auch wieder Bauhaus. Insgesamt bin ich zwar wirklich sehr fasziniert von der architektonischen Moderne des frühen 20. Jahrhunderts, aber ein Gaswerk aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist wohl nicht die richtige Umgebung für architektonische Elemente der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts. Naja, dann werde ich wohl doch mal eine Brauerei oder eine Autofabrik im Stil der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts machen müssen. Gestalterische Orientierungspunkte wären die Vanellefabrik in Rotterdam, das Fahrguswerk in Alfeld oder das Opel-Lkw-Werk in Brandenburg. Wer sich für Industriearchitektur interessiert, sollte mal in die Videobeschreibung gucken. Dort sind ein paar weiterführende Links zu den eben angesprochenen Fabriken zu finden. Eine moderne Brücke zwischen den Gebäuden passte zwar nicht so ganz, aber die Grundidee ist eigentlich richtig. Also eine Gebäudebrücke. Aber halt eine, die stilistisch zu den bereits vorhandenen Gebäuden passt. Die erste Idee war eine bereits renovierte Gebäudebrücke mit vielen Fenstern. Aber das war mir einfach zu teuer. Letztendlich sind bei meiner Art, Gebäude zu bauen, die Fenster das teuerste, was es überhaupt an den Gebäuden gibt. Also zugemauerte Fenster. Zwar arbeitsaufwendig, aber billig. Aber auch diese Variante mit wenigen großen Fenstern fand ich nicht so richtig überzeugend. Also wurde es letztendlich eine unrenovierte Gebäudebrücke mit vielen kleinen zugemauerten Fenstern. Das passt auch durchaus besser zu dem insgesamt etwas heruntergekommenen Gaswerk. Wichtig ist zumindest die Erkenntnis, dass Fehlversuche wichtige Schritte auf dem Weg zum Ziel sind.
So, das war's wieder mal für heute. Was darf's denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch. Das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich verarbeitbar sein und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.